Hamburton. Er ist auf den ganzen internationalen Spielen. Und warum? Herr Hordorf ist Präsident des Hessischen Tennisverbandes und somit heute auch eingeladener Gast des UDAC. Dirk, herzlichen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Begeistert von unserem Event hat er uns auch... Für die Nicht-Tennis-Affinen, das sind die Wettkampfspiele im Tennis, die betrieben werden. Dort gibt es einheitliche Bälle, dass jeder, egal wo er spielt, egal wann er spielt, immer auf die gleichen Ballgegebenheiten, also Balldruck und so weiter, dass er die vorfindet. So, dafür hat der HTV für nächstes Jahr eine ganz spezielle Windows-Kollektion, ein Design auf Bällen, die ein internationales Niveau haben, die ein Reglement verdienen, hergestellt. Und diese Bälle werden nächstes Jahr komplett in Hessen gespielt. Und als allererster Verein hier in Usingen haben wir von Dirk soeben diese Bälle vorgestellt bekommen. Und er stellt uns diese Bälle auch zur Verfügung, dass Tim und Tom mit diesen Bällen, die erst nächstes Jahr offiziell sind, hier diesen Wettkampf bestreiten. Dirk, ganz herzlichen Dank dafür. Okay. Ja, herzlichen Dank dafür. Genießt es. Wir, ja, ich würde sagen, wir bewundern jetzt einfach mal Tim und Tom, was die so leisten, oder? Machen wir das. Für mich ist ja Heimspiel. Ich schaue mal aus Bad Homburg. Da können wir dein Mann dazwischen. Ich finde den Tag hier wunderschön. Das war ein tolles Zuschauer. Und so sollte Tennis präsentiert werden. Gratulation dem Verein Usingen. Also es gibt Momente, wo sogar ich langsam sprachlos werde. Das erleben die meisten hier im Club selten, aber das kommt tatsächlich vor. Dirk, herzlichen Dank dafür. Ja, so, jetzt kommen wir dann auch so langsam zu unserem Hauptshow-Act, nämlich dem zwischen Tim und Tom Pütz. In dem Zusammenhang werde ich in wenigen Minuten an unseren Sportfahrer Harald Runkel übergeben, der sich auch schon unten auf der Anlage befindet, der zu den Spielern noch ein paar nette einführende Worte sagen wird. Also, von meiner Seite aus erst einmal... Bei den ersten Takes, die wir aufgenommen haben hier auf der Anlage während des Spiels. Wir hatten hier zu Gast unter anderem von unseren VIP-Gästen den Präsidenten des Hessischen Tennisverbandes, Herrn Dirk Hordorf. Und Herr Dirk Hordorf hat ja uns Bälle da gelassen, die gestern erst angeliefert wurden. Die sind noch warm, ich kann sie noch mal kurz zeigen, wie dieses neue... kleinen Moment, ich muss es kurz aufmachen. Bälle, die jetzt fürs nächstes Jahr für die Medenrunde gedacht sind. Also Tennisbälle, die ihr jetzt das erste Mal spielen durftet. Wie konntet ihr mit den Bällen spielen? Hattet ihr da erste Eindrücke? Ist das normal? Ja, also sind gelb. Nee, okay. Nee, sind gut. Der Hordorf hat mir vorher verraten, dass, der Ball an sich, glaube ich, gar nicht groß neu ist, sondern den gab es schon so, der wurde schon so produziert, was ja was Gutes ist. Und Tennisbond hat das quasi übernommen zum großen Teil. Und ja, spielt sich sehr ähnlich dem Ball von den French Open, hat er mir gesagt. Und jetzt, wo er sagt, ja, ich denke, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz so gut erinnern, wie das beim French Open war dieses Jahr, wie da der Ball geflogen ist, weil ich habe seitdem ungefähr mit 17 verschiedenen gespielt. Okay. Aber ja, nö, ist ganz normal. Wir haben jetzt hier gute 2 Stunden damit gespielt. Die sind nicht platt, die sind nicht kaputt, sind nicht aufgerissen. Und ja, ich denke, das ist für Tennispoint und für den HTV beide Seiten ein sehr guter Deal, den sie jetzt gemacht haben, der bestimmt auch weit in die Zukunft noch reicht.
Ja. Ja, toll, oder? Ja. Das nochmal ein Applaus wert. Dann möchte ich euch jetzt auch entlassen. Tom hat eben schon gesagt, er war schon auf dem Weg zur Dusche. Die gönne ich ihm jetzt von Herzen. Mara, an dich nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute teilgenommen hast. Tim, keine Frage an dich. Immer wieder gerne. Der Usinger Bub, das ist keine Sache, die von mir als Pressemann gekommen ist. So hat dich die Taunus-Zeitung irgendwann genannt. Und Neo, es war wirklich mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben. Von dir werden wir bestimmt viel, viel noch hören. Wenn du unser Gast nochmal sein willst, wenn du hier in der Nähe bist zum Spielen, immer wieder gerne. Also, herzlichen Dank. Tim, alles auf. Mara, an dich. Tom, vielen Dank fürs Spiel. Und ein schönes Wochenende noch allen. Und eine schöne Zeit beim Gute Herzlich. Vielen herzlichen Dank.